Ja, guten Morgen. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember. Es geht heute auf das Sonnenjoch in den Kitzbüheler Alpen. Ausgangspunkt ist die Brennhütte. Es ist sauglatt, deswegen haben wir jetzt erstmal die Skier auf die Schulter getan und sind zu Fuß unterwegs. Da vorne kann man dann die, glaube ich, mal anschnallen. Die Aller Brennhütte liegt am Ende vom langen Grund in der Nähe von Kelchsau. So, wir sind jetzt abgebogen und haben jetzt die Talseite gewechselt. Und jetzt beginnt dann gleich der Aufstieg. Ja, sieht man vorne rechts das Sonnenjoch. Das ist ein So, also heute geht es ja auf Sonnenjoch in den Kitzbüheler Alpen. Darum haben wir uns jetzt heute für diese Tour entschieden. Schneelage ist ja eigentlich desaströs. Eigentlich ziemlich alles grün unten. Und deswegen haben wir jetzt eine Route ausgesucht, die knapp bei 1300 Metern losgeht, um dann überhaupt ein bisschen Schnee zu haben. Und dann war uns auch wichtig, dass die Tour sehr viel Sonne bekommt, weil der Boden noch sehr gefroren ist. Der Schnee ist ziemlich hart und mit dem Auftauen sollte dann die Abfahrtsqualität dann besser werden. Deswegen genau heute diese Tour.
So, Sonnenjahr voraus. Leider hat sich die Schneequalität auch im Tal verbessert. Es blieb beim Hochharsch.